Hallo meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Ebelsbach. So, ausgeschlafen, rotteste Federn. Da kann man gerade einen Schwengel tauchen. So. Oh, hier ist mal falsch. Hier gehen wir in das Rampiesen. Hier müssen wir rein. So, kleinen Mann die große Welt zeigen. Prima, passt. So. So, jetzt mal gucken auf meinem Acker. Da müsste ich jetzt Kalk streuen. Aber ich habe keinen Kalkstreuer. Dann müsste ich mal gucken, was sowas eigentlich kostet. Ich glaube, da rufe ich den Andi mal an. Wenn der schon da wäre, dann halb sieben. Und vielleicht ist er im Haus schon. Mal checken. Ja, moin, Blume hier. Du am frühen Morgen, ey. Gehst mir nicht auf den Sack. Hast du mal auf den Tacho geguckt? Ja, ich habe gerade gedacht, um halb sieben, dachte ich, naja, vielleicht ist er schon wach. Um sieben musst du doch schon in deiner Bin Werkstatt stehen, oder nicht? gefühlt erst schlafen gegangen. Oh, hast du Party gehabt oder was? Nee, ackern. Acker? Business hasseln. Ja, in der Kneipe oder was? Ja, vielleicht. Ja, dafür kann ich nichts. Aber ich habe Man nur muss eine auch mal kleine Kontakte Frage. Was knüpfen. kostet wie ein Kalkstreuer? Geld. Ungefähr, circa. Viel Geld. Habe ich nicht. Da war. Ach. Aber nur in Warte, Einachser. ich muss mich kurz aus meinem King-Size-Bett nach unten begeben. Ja, 3 Stunden Einachser wird lang. Was hast du überhaupt für Langeweile, so früh morgens anzurufen? Nee, ich brauche jetzt einen Kalkstreuer. Fiel mir ein, ich Hast du könnte mal kein Bett? fragen. Ja doch, aber ich liege mal allein da drin. Was soll ich da drin? Gottes Willen. Ich liege auch allein da drin, aber trotzdem schlafe ich. So. Wenn du gerade erst eingeschlafen bist, dann wirst du wahrscheinlich die Nacht woanders verbracht haben. Mir ist gerade mein Fuß eingeschlafen, als du angerufen hast, du. Ah, fängst du immer mit dem Fuß erst an zu schlafen? Ich gucke immer, dass der Kopf zuerst schläft, dann habe ich ein bisschen was. Was willst du, ein Bredei oder was? Ja, so ein, genau. Den Einachser? Ja. Uiuiui. Uiuiuiuiui. Ungefähr. Ei, ui, ei, 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 ei. Oh. Puh. Plus minus 45? 45.000. 1000? Da ist ja kein Aufbau drauf, ne? Da ist gar nichts drauf. Nee, das ist denn blanke Nese. Gut, dann muss ich mal mit meiner Mitarbeiterin sprechen, ob das sich für uns lohnt. Ja, und dann kommen halt noch die Aufbaukosten. Genau. Ja, und dann die Streuteller noch und so. Genau, aber da bist du denn. Denk mal so in Richtung 50, wenn du sowas denn doch haben möchtest. Ja, mal gucken, dass sich Kurs lohnt. Ach, warte mal. Also wenn, was, jetzt habe ich mal, jetzt bin ich ja wach. So, jetzt habe ich einen großen Aufbau mal hier rein und eine Streueinheit mit ran. Oh. 55.000. 55.000. Ja. Wie viel geht dann rein? 30.000, ne, 15.000. Wie denn reingeht? 14.000. Mit dem Aufbau. Ja. Und Deckel drauf, ne? Nimm Deckelchen drauf. Aber es braucht eine Plane. Ja, das ist nicht dran, ja, das ist nicht dran geregnet. Puh, ja, wie gesagt, da muss ich mit meiner Dings mal reden. 45.000, das sind ja nur, ich habe ja nur die 2 Felder, ob das lohnt. Ja. Okay, Ja. weiß ich schon mal Bescheid. Alles klar. Okay. Jo, alles Gut. klar. Dann Jo, bis dann, angenehmen Tag. Ich gehe jetzt ja, wieder ins Bett. schlaf weiter. Genau. Okidoki. Du, irgendwann hau ich dir mal so richtig schön viel Geld drauf, damit du Hast mal du die doch ganze schon. Strafe bezahlen musst. Ich habe so viel Sachen schon gekauft, dass überall was draufgeschlagen. Auf meine Niemals. Sämaschine, auf mein New Holland, auf mein Güllefass. Niemals. Alles hier. Ganze Das sind die Krempel. allerfairsten Preise, die jemals ein Händler machen würde in Ebelsbach. Hast du überhaupt mit den Typen mal die ganzen Fässer hier, die Pflanzenschutzdinger? Die mussten mal rumfahren. Nö, habe ich nicht. Meldet Wer? sich ja keiner. Doch, irgendeiner hat mich nämlich gefragt gehabt. Ich glaube, das war der Kuhbauer, wie heißt er jetzt noch? Der hat mich gefragt, ob ich die bringen will. Du meinst Otto? Das ist der Schafbauer.
Achso, du willst Kubo. Ah, okay. Kreuz, der Kreuz, genau. Ja, wie gesagt, verweise ich einfach an mich und dann. Genau. Ich habe gesagt, das kostet normal 100 Euro Miete und plus das Zeug, was drin ist. Genau. Genau. Deswegen. Okay, dann. Aber ich werde wahrscheinlich auch noch so einen Pfand draufsetzen. Habe Ich ich. habe wahrscheinlich noch einen Pfand von 100.000 pro Fass und dann. Ja, ich habe immer 1000. Wenn Sie es behalten wollen, waren direkt 1000 weg. Nee, ich rede da vom Pfand. Kaufen ist natürlich noch teurer. Ne, Pfand, Aber ich ein auch. Pfand, ne, damit ich die überhaupt wieder zurückkriege, denn also. Ja, ich habe auch einen Pfand drauf. Ich hatte nur 1000 Euro, aber bis Ja, ich jetzt habe würde ich immer 100.000 zurück. machen und die 1.000 wäre ja dann sozusagen Lieferung und Anfahrt, ne? Und dann halt der Inhalt noch. Dann können die Bauern hier mal richtig bluten. Genau, ich glaube, die werden eh zu reich. Hast du schon gesehen hier, was Otto für ein Auto fährt? Ja, habe ich schon gesehen, ja. Ja, da siehst du mal, irgendwas hast du falsch gemacht. Hast du auch mal Schafe gehabt, ne? Also irgendwie war das was falsch. Ja, aber ich hab ja eine Doppelbelastung gehabt. Ich habe ja Schafe bloß als Hobby betrieben. Ja, genau. Darfst du dabei nicht vergessen, ne? Ja, Und das dann kam stimmt. der Idiot und hat mir meinen ganzen Hof geklaut, mehr oder weniger. Ja. Aber das alles mit rechten Dingen zugeht, da, also das verstehe ich noch nicht ganz. Jetzt hat er noch eine Windkraftanlage gemacht da. Ah, scheiße, ökologischer Strom. Das ist, ich muss auch noch zur BA fahren. Oh, mein Junge. Na, Ui, mach ich nachher. ui, ui, ui. Na mach mal, ich habe dafür heute keine Zeit, weil ich muss wieder ins Bett. Ja, genau, habe ich mir schon gedacht. Nee, Ja? ich fahr direkt hoch, dann mach ich zuerst. Alles Okay. klar, Gut, okay. also in diesem Sinne, ab in die Rinne. Genau, 55.000, okay. Korrekt. Alles klar. Also, goodbye, angenehm Verkehrstod. Jo, mache ich. Tschüss. Tschüss. Da fahren wir das zuerst machen. Und dann gucken wir mal, dass wir. Das muss ich zuerst machen. Da haben wir Strom hier kriegen in Ebelsbach. Das geht ja gar nicht. Fünfzigtausend. Ich habe ja nur die zwei Felder da. Ob das sich lohnt? Den denn holen, den da stehen lassen heute Nacht oder was? Junge, 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 hier machen sie doch Sachen. Mal wird mir ja auch egal mit der BGA, oder etwas mehr egal, aber ich brauche die Geres ja auch. Das ging meine Produktion ja auch nicht. Müssen wir das nächste Mal Maisat machen hier. So, aus den Hobel. So. Die Gäre ist hier drin, oh ja.
Junge, gleich mit. So. Eigentlich bin ich ja der Einzige, der hier wirklich Bürgermeister machen müsste, ne? Alles zum Wohle von Ewigkeit. Fünfundfünfzigtausend. Letztens habe ich gar nichts bezahlt, wie ich die gelingt habe. So, die Möhren nerven. Selbst wenn ich was bezahlen müsste. Wolfgang hat hier auch einen und ich glaube Otto hat auch einen. Ich kann Geld sparen, ne?
kommt ein Anruf, aber den machen wir in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, ein Abo wäre ein Träumchen. Und wenn ihr mit uns reden wollt, kommt Teamspeak vorbei. Der Name steht in der Videobeschreibung. Und bis dann, haut rein. Tschüss.